So. Na denn. Okay, das sind 10 Schaden durchs Miasma. Das gefällt mir weniger. Der haut ab. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Yo. Ein Crit für 3 Schaden. Nice. Finde ich übrigens sehr gut, dass man hier tatsächlich dem Gegner wenigstens einen Schaden zufügt, auch wenn der eigene Angriff unter der niedriger ist als die Verteidigung des Gegners. Dass es dann nicht einfach 0 Schaden ist, weil 0 Schaden ist halt immer scheiße. Oh shoot. Das ist uncool. Und tot? Ja. Hm. Ich darf ein bisschen was ungeschehen machen. Shit. So. Lalala. Gut, ja. Dann gehen wir mal bis hierhin zurück. So, die kommen so oder so alle drei an den Rand, ne? Ja. Aber wenn ich mich hier hinten hinstelle, dann kommt nur einer zu mir. So. Okay, du hast auch 5 Verteidigung. Das heißt, sie will ich auch ein Stück wegziehen. Damit ihr nichts passiert. So. Ja, stimmt, dass die Skills HP kosten, finde ich auch sehr interessant. Ist eine schöne Mechanik. Weil ansonsten war es halt immer so ein. Ja, keine Ahnung, meistens war es ja dann ein, ja, der Skill wird halt zufallsbedingt ausgelöst. So, also erstmal, dass man Skills mit Waffen lernen kann, finde ich geil. Und ansonsten waren es halt Charakter-Skills, die per Zufall ausgelöst wurden, beziehungsweise mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und, ja, ich sag mal, wenn man dann seinen Fähigkeitswert entsprechend hoch hatte, dann war das schon ziemlich OP, wenn dann irgendwelche, weiß ich wie krassen Skills, quasi bei jedem zweiten Angriff getriggert wurden. Ja, sowas ist halt dann schon overpowered. Extrem overpowered. So, und ob das immer so die richtige Entscheidung ist, ja, richtig. Eben drum. Es ist mal was anderes, ne? Anders in diesem Fall gleichbedeutend mit sehr, 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 sehr gut. Was ich echt angenehm finde. Ja. So, du würdest einfach. Okay, du knopfst ihn sogar auf einen runter. Im Zornesschlag kriegen wir den sogar direkt down. Ja, gut, dann machen wir den. Sehr nice. Sehr nice. Mehr KP, Geschwindigkeit, Verteidigung. Ja. Das war ein angenehmes Level-Up, finde ich. Okay, dann gehst du mal hier für den Kill.
Ja, richtig. Richtig. Der, ne, hast dann halt irgendwann so eine Charaktere. Was halt, ja, irgendwo ist es halt lustig, sag ich mal, mit so einem overpowerten Charakter zu spielen. Aber irgendwo ist es halt auch langweilig. So. Stand aside. Ha. Okay, du hast noch 7 bunte. Ah, Mensch. Das passt ja. Das passt ja. Oh, ja, oder du krittest. Auch gut. Das passt auch. In anderem Sinne, aber es passt. Was? Ich hab das böse L-Wort gesagt? Oder I-Wort? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das großes I oder ein kleines L ist. So. Allow me. Das L-Wort langweilig. Ja, gut. Böse finde ich das eigentlich nicht. Weil ist halt eine ehrliche Meinung, ne? So. Ich will mal hier den Miasma-Typen schnellstmöglich ausschalten. Das Wort ist böse. Nee. Finde ich persönlich nicht. Es ist vielen Leuten unangenehm, ja. Aber nicht böse. Und mit böse verbinde ich ganz andere Wörter. Nee, ich sollte sie lieber hier rüberziehen und schon mal ein bisschen mit Heilen anfangen. Hier, Lukas. So. Okay, der wird höchstwahrscheinlich hier hinrennen, um abzuhauen. Gehen wir mal hier hin und futtern die Möhre. So. Und was mache ich jetzt mit Gray? Wenn ich ihn nach vorne ziehe, wird er definitiv gegrillt. Also lassen wir das. Hier, du darfst mal einen Schritt nach vorne. So, bitteschön. Oh, okay. Okay, wir haben genug Resistenz, um das auszuhalten. Hui. Ich hatte gerade ein wenig Angst. KP, Glück und Verteidigung. Schwein gehabt. Uiuiui. Das war übrigens gerade eine 10% Chance, dass er verfehlt. Autsch. Das stuff's easy, once you learn to understand your foes. Ja. So, gut. Dann wollen wir hier doch mal eine Erholung für den guten Gray. Ja,
los. So. Dann wäre das jetzt auch erledigt. Das Hexenvibe. Angriff und Fähigkeit. Ja, warum nicht? Oh, kann jetzt Myrmidone werden. Oh, schön. Myrmidonen sind schöne Klassen. Oder sind eine schöne Klasse. So. Friss mein Feuerspell. Gerne auch als Crit. Ups. Faye, du musst nicht gleich übertreiben, weißt du? Sagst du mal so. Aber hey, Angriff und Geschwindigkeit, das sind schon mal, das war ein schönes Level Up. Ja. Myrmidone jetzt schon. What? Du hast viel zu viel Angriff. Okay, aber keinerlei Resistenz. Das sehe ich gerne. So, das heißt, wir schicken Lukas mal hier hin. So, um die Angriffe abzufangen. Und werden dann mit Fader ein bisschen mit draufhauen. So, gut. Ach komm, echt jetzt. Na, das würde direkt schon killen. Das will ich eigentlich nicht. Eigentlich das Claire die Erfahrung bekommt. Ja. Claire soll die Erfahrung kriegen. Denn ihr Angriff ist scheiße. Jo, bis gleich, Mo. Bis gleich. Sehr schön. Okay. Bleibt jetzt nur noch der eine hier. Nur noch Saxon. Saxon. Okay, wenn du das sagst. Aua. Ah, das ist schon uncool. Naja, so, komm. So. Wir sind schnell genug, um ihn doppelt zu treffen. Sehr schön. Reicht das jetzt sogar, wenn wir beide Male treffen? Was ich sehr hoffe. Nummer 1, Nummer 2, perfekt. Ach ja, Faye. Ich weiß, warum ich dich zur Magierin gemacht habe. Yo. Mehr Angriff, weil, warum nicht, ne? I'm so glad you're safe. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. We've emerged victorious, but the survivors will be making their way back to the main force. We can't rest on our laurels now. Wouldn't you agree, Clive? Yes, quite. What is it? You look shaken. Oh, right. Forgive me. You and Fernand were good friends. No, it's not that. Well, it's not just that. In any case, it's nothing you need trouble yourself with.
If you'll excuse me. Hm. What's with him? Was ist mit dem los, ey? Mann. Okay. So, dann gehen wir mal ganz kurz zum Hafen. Oh, hey. Na? Oh, good. I was hoping we'd find you. You really saved us back on the coast. We've managed to dig up some additional information since then. Turns out our sister Est is being held by a thief named Grief. Your strength is beyond reproach. That much is certain. If you're headed to Grief's Citadel, perhaps you'd let us join you? Klar. Na, selbstverständlich. I see my sister is traveling with you. That's wonderful. I trust it's all right if I accompany you as well. Natürlich, Catchier. Oder Catchier wird's glaube ich ausgesprochen, ne? Koch? Hey, na? Verzeihung, ich bin Koch in einem der hiesigen Adelshäuser. Besser gesagt war ich das, bis den Zorn des Herrn auf mich zog. Jetzt will er mich töten, es sei denn, ich bereite den leckersten aller Fische zu. Da verwechselt man einmal Zucker mit Salz und soll mit dem Leben zahlen. Also wirklich. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat mein Herr feine Geschmacksknospen. So leicht wird er mich nicht vom Haken lassen. Verzeiht das kleine Wortspiel. Ich muss ihm den schmackhaftesten Fisch aller Zeiten servieren, Dagon. Das ist aber nichts, was man beim Fischverkäufer auf dem Markt fände. Bitte helft mir, mein Leben hängt an der seidenen Angelschnur. Wenn ihr eines Dagon-Filets habhaft werdet, so lasst es mich wissen, bitte. Okay. Wibimo, Wibi. Hier im Hafen von Sophia soll angeblich ein Meisterangler sein. Wenn irgendwer einen Dagon fangen kann, dann er. Der ist entweder aufs Meer gefahren oder vertreibt sich die Zeit in der Schenke. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Schenke. Da wollte ich eh hin. Frau vom Wirt. Hey, na? Ja, guck mal. Oh, wie gütig ihr seid. Vielen Dank. Nun kann ich backen und ein Lächeln auf die Gesichter meiner Kinder zaubern. Hm, lecker, lecker. Kekse, tipptopp und knusprig. Sind sogar mehr geworden, als ich gedacht hätte. Nehmt euch einen. Einen. Toll. Wie furchtbar. Oh, ich muss das unbedingt zurückbekommen. Nur wie? Was hast du denn? Ich bin das Oberhaupt der Familie Fugue. Fugue. Ist euch der Name ein Begriff? Kürzlich brach ein Dieb in unser Heim ein und stahl einen wertvollen Schild. Der Schild ist ein uraltes Erbstück. Das Familienwappen ist drauf abgebildet. Er ist unersetzlich. Wenn ich ihn nicht finde, ist die Familienehre besudelt. Den Einbruch beging einer von Greets Männern. Das Schild der Familie Fugue ist jetzt bestimmt in Greets Schatzkammer. Wenn ihn ein Ausländer kauft, ist das Schild für immer verloren. Ihr seht aus, als wärt ihr eine fähige Truppe. Hm? Wird bereit, Green den Schild der Familie Fugue abspenstig zu machen? Das Haus Fugue würde sich natürlich aufs Großzügigste erkenntlich zeigen. Okay, kriegen wir bestimmt hin. Du bist ein Tempel am Meer. Wenn du irgendwann mal ein Problem hast, sagst du Bescheid, ich helfe. Dagon willst du angeln, meine liebe Scholle. Dagon sind miese Biester, mehr wie Drachen als wie Fische. Aber Dagonfilet, oh ja, das soll süß wie Nektar schmecken. Problem an der Sache, Dagons haben Adleraugen, die sehen die Schnur sofort. Brauchst du eine Schnur, die zwar robust, aber klar wie Glas ist. Wenn du sowas findest, werfe ich die Angel für dich aus, keine Frage. Find mir eine Schnur zum Dagon-Angeln und ich angel dir einen Dagon. Okay. Ja, Mensch. Dann wissen wir ja, was unser nächstes Ziel ist. Oh, ein Rittmeister ist an den CSV-Platz erschienen. Okay. Na, was soll's. Ist jetzt nichts, was mich so großartig erstmal stören soll. Wir kloppen uns hier erstmal. Great. Another graveyard filled with even more terrors. Oh nein. Oh, grow a spine already. So what if those guys sprout up like weeds? It's perfect.
target practice. After this little warm-up, we can storm the Temple of Mila with spells blazing. Why would we want to storm the temple?